So, herzlich willkommen. Ich habe gerade schon aufgenommen, aber dieses Video ging nicht weiter. Uiuiui, Gott sei Dank Autosave. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt doch einen Tag verloren habe. Habe ich schon zwei? Nee, das ist der erste Tag. Boah, das war gerade richtig abgefuckt. So, ich wollte nämlich gerade, mal gucken, wie lange läuft denn die Aufnahme. Schon oder siehst du, sie läuft gar nicht so. Aber, ja gut. Obwohl, ich habe auch gespeichert mit wann ich aufgehört habe. Tag 2, okay, alles gut. Bei der Autosave war Tag 33, das Tag 32, okay. Boah, Mann, habe ich jetzt Angst bekommen. So. Oh Gott, Verzeihung, jetzt bin ich so raus, das war schon ein Schock. Also, heute werden wir endlich versuchen, dieses Mondsalz herzustellen. Ja? Das Ding war, dass ich ja das hier nicht hatte und keine Ahnung hatte, wie ich das überhaupt verbinden soll. Jetzt weiß ich ja, dass ich zum Beispiel diesen starken Klebetrank durch Öl herstellen kann. Und das wusste ich halt vorher nicht. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, dass ich idealerweise diese Tränke, die ich für sowas brauche, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel hier dreimal vergrößern oder verkleinern, schrumpfen, ich weiß jetzt nicht, welcher der von beiden ist, mit zweimal den, dass ich mir den auch als Rezept speichere. Dass ich sozusagen hier dann habe diese Rezepte, die ich hier für dieses Nigredo brauche, für Albedo und so. Dass ich sozusagen diese mir auch aufschreibe sozusagen, weil zum Beispiel dieses Nigredo brauche ich mehrmals, ne? Ich brauche dieses Nigredo, um dieses Albedo herzustellen. Ich brauche dieses Nigredo aber auch, um das Salz der Leere herzustellen. Und dann geht es ja hier weiter. Jetzt brauche ich dieses Albedo dafür, dieses Mondsalz herzustellen und so. Das heißt, dieses Nigredo habe ich dann jetzt schon dreimal hergestellt. Und das Albedo dann zweimal, weil ich brauche es ja auch, um wieder hier weiterzukommen. Und weiter, und weiter, und weiter. Und, dementsprechend, werde ich das dann ab jetzt auch machen. Dann werde ich mir hier irgendwie so links meine Lesezeichen, wo meine Vulva jetzt ist oder so, werde ich das dann halt so versuchen zu machen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die jetzt hier idealerweise aufteile, muss ich zugeben. Weiß nicht, hier so Schutzsachen oder so. Also ich weiß nur, hier ist auch starker Frostschutztrank. Also wenn ich es jetzt schon so sage, dann kann ich das ja auch gleich hier runterziehen. Auf jeden Fall werde ich das wirklich so machen, dass ich mir diese Rezepte jetzt anfange zu speichern. Ich werde jetzt erstmal diese ganzen Kunden abklappern. Und dann versuchen wir sozusagen am Ende des Tages das zu machen. Ja. Ich habe mir hier vorhin, also gerade eben 7 Dinger gekauft. Blöd, dass dieses ganze Feilschen jetzt umsonst war. Ja, also mit den Kunden. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Diese Elfe kommt auch heute und danke für die Ware. Und da habe ich jetzt einfach alles gekauft. Ich dachte, da muss ich jetzt eher die Monopoly-Strategie fahren. Das heißt, dass ich einfach alles kaufe, was ich kriegen kann. Ja? Ich kann nicht schlafen. Hast du einen Trank, der mir helfen kann? Ja, eindeutig. Einen Schlaftrank kann ich dir anbieten. Aber einen, den ich 12-mal brauen kann. So, zack, schwupsi, wupsi, wups. Aber wer gut schlafen will, muss auch gutes Geld bezahlen, nicht wahr? Und da müssen wir echt über Bergspitzen und Bäume und so weiter reden. So, ich habe ein Problem. Ich bin unfassbar ungeschickt. Hast du einen Trank, der mir helfen kann? Diese Art von Trank taugt angeblich nur mit dieser Zutat, was Eisfrucht. Ich soll jetzt also einen Gewandtheitstrank machen, der mit der Eisfrucht funktioniert. Weil Eisfrucht geht ja auch nach rechts. Ups, Wasserkarte, so. Weil Eisfrucht geht ja auch nach rechts und dann mache ich jetzt hier zweimal die Eisfrucht rein. So, das ist sie. So, die Eisfrucht geht erstmal runter. Das heißt, ich bleibe jetzt etwa hier stehen, weil dann geht sie jetzt so, Verzeihung, erstmal weiter runter und, oh, das, ach, Leute, jetzt habe ich, hey, Dennis. Alter, Janne, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen unperfekt gemacht, was mich gleich triggert. Aber okay, jetzt hatte ich einmal so eingenommen, genau. So, die Eisfrucht geht nicht so wirklich hoch. Ich bin dann hier einfach mit dieser Windblüte gerade hochgegangen. Aber da, jetzt habe ich hier echt so ein Teil verpasst. Ich meine, okay, die Zutaten werden jetzt die gleichen sein, wie ich es gerade eben hatte. Nee. Genau, doch nicht.
Ja, ich mach's nochmal. Sorry, ich habe das gerade verkackt, was total behindert war, ja. Weil ich gerade die dritte Zutat wollte ich auch mörsern. Weil dadurch wäre ich halt jetzt dieses Stück weitergekommen. Was ich sozusagen jetzt nicht weitergekommen bin. Nur weil ich es halt wie ein Trottel sozusagen nicht gegrindet habe, was ich eigentlich wollte. So, jetzt hatte ich hier... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. Dieses Ding hier habe ich original auch noch nicht benutzt, ne? Den hier. Diesen Phantomröckchen. Der wäre aber ist aber im Öl richtig gut, ne? Vermutlich. So, jetzt brauche ich wieder dieses Ding, was so... Genau, der hier. So, ich will jetzt noch mal gucken, wie das Wind, wie die Windblüte aussieht. Sie geht halt rechts, links hoch. So, rechts, links. Okay, es sieht aber gut aus, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt nur noch einen Ticken weiter und dann... Wobei, jetzt geht sie erst nach rechts hoch, ne? Aber gerade eben bin ich auch nicht in den toten Winkel gekommen, ja. Aber ich lande nicht drauf. So, jetzt funktioniert's aber. Aber ich weiß nicht, ob ich gerade auch zwei Windblüten da benutzen musste, ja? Ich meine, der Trank ist mir ausreichend. Also 2, 2, 1, dass ich 5 Zutaten habe, ja? Aber, schade, dass es gerade verkackt war mit dem Dings. So, wir haben jetzt einen neuen Gewandtheitstrank auf jeden Fall. Ups. Mit Eisfrucht. Und dadurch können wir den halt weitermachen. Leider wollen sie alle diesen Gewandtheitsfrost, Schlaf und Mana-Trank nicht haben, Mann. Aber dafür nehme ich dich aus wie eine Weihnachtsgans und wir unterhalten uns über Pilze. Weißt du, Pilze gibt es in vielen Formen und klein und dick und so weiter. Ich muss bald gegen einen Säuredrachen kämpfen. Sein Atem kann Eisen und Fleisch auflösen, Mann. Das ist schon ziemlich unangenehm. Welche Art Trank kann mir eine Chance auf Sieg geben? Also ich meine, das Problem ist, dass der starke Säureschutz aber dir nur Verteidigung gibt. Aber du brauchst einen starken Angriff in Wirklichkeit. Ja? Aber du überlebst länger. So, was ich jetzt hier gemacht habe, war einfach alles zu drücken, ne? Ups, ta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 t
Jetzt haben wir das abgeklappert und jetzt versuchen wir halt hier mal die Sachen herzustellen, was wir für dieses Salz brauchen. Also den hier habe ich, den Albedo, ne? So, das heißt, ich kann den schon mal hier reindrücken. So, richtig, abgehakt. Jetzt brauche ich dreimal mal, also dann, das kann ich ja auf jeden Fall schon mal machen, ne? Hier, Flügel und Magiesicht so. Also, das war Levitationstrank. 12. Und Flügel und magische Sicht. Okay, hier ist ein bisschen knapp. So, es war Fliegen, magische Sicht. Magische Sicht und Fliegen. Korrekt? Jawohl. So, jetzt müssen wir so eine anderen machen. Also, erstmal starker Schlüpfrigkeitstrank hieß der, ne? Das ist schlüpfrig. So, da müssen wir jetzt von diesem Punkt aus weitermachen. Und was wir jetzt nochmal brauchten, war einmal Heilung und einmal Unsichtbarkeit. Also, da ist Heilung. Unsichtbarkeit ist oben. Ja, nein, vielleicht ja. Also, warte mal. Wenn ich jetzt zurückgehe, ne, dann geht's erstmal da lang. Unsichtbarkeit, so. So, also wir können das jetzt ganz einfach so hier erstmal machen, ne? So, dann drücke ich das jetzt rein, weil da bin ich raus aus dieser toten Zone und dann lasse ich mich jetzt hier einfach in die Nähe des Heiltranks ziehen, ne? So, runter. So, muss ja auch nur eine Stärke von 1 sein, so. Okay, komm. So, und jetzt müssen wir nach oben. Also wieder ein bisschen hoch. So, und jetzt wollen wir hier hin. Also wir müssen ziemlich... Ja, mein Gott, komm. So, das nenne ich jetzt irgendwie Mondsalz 1 oder so, den Trank, ne? Hat zwar echt viele Sachen und auch Salz und so, was echt unangenehm ist. So, rechts oben. Okay. Ja, okay, ich würde vorschlagen, dass wir dann wirklich weiter von links ausgehen. Also von links hochgehen, weil meine Dinger nach links oben sind so ein bisschen blöd. So, Gott sei Dank haben wir ja unfassbar viele Wind-Dinger. So, so, jetzt nochmal gucken, was hatten wir hier? Der führt im Endeffekt schon dahin, ja. So, aber weil wir ja so eine Pro-Gamer sind, werden wir es jetzt ein bisschen... Werden wir es jetzt ein bisschen pro-ig machen. Also zum einen werde ich jetzt den Trank fertigstellen, aber... Aber wir lassen uns jetzt hier noch kurz hinziehen und dann erst den Trank fertigstellen, so. Achso, halt letztes Rezept speichern. So, das wollte ich genau machen. Du bist dein... Mondsalz, keine Ahnung, Spezial 1 oder so, ja? Keine Ahnung, so nennen wir dich, ja? So, wo ist denn unser schlüpfriger, der da, Unsichtbarkeitsheilungstrank, da ist er. Nein. Das ist er, so, zack, stimmt, korrekt, so. Jetzt brauchen wir hier Schrumpfen oder so und Magieschutz. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Schrumpfen oder genau Vergrößern war. Das ist der falsche. Nehme ich an, dass es auf der anderen Seite ist. Hier, da müssen wir hin. Schrumpfen. So, Problem ist halt, dass unsere Möglichkeit nach rechts zu gehen so ein bisschen doof ist.
Ist auch wirklich ein bisschen armselig. Der gefällt mir eigentlich gar nicht schlecht, ne? Führt denn der hin, hier hin? Also wir werden jetzt hier einfach mit dem Wirbeln so zum Ticken nach rechts reisen. La la la, sehr schön. Das ist genau, was wir wollen. Und Luft und Luft und Luft. So, zack, 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 zack. Und jetzt müssen wir nach rechts unten langsam. So, okay. Weil da hatte ich ja hier diese hier Gutbeere und den hier genau, ne? Und oh, der ist hier gerade ganz toll. Von denen haben wir auch 50 Stück. Das ist jetzt so ein, hups, na, so ein bisschen blöd, dass wir den jetzt nicht mitkriegen, aber mein Gott, das ist halt. Ach so, Quatsch, wir gehen ja eh durchs Öl. So, das Lebensblatt, warte mal. Nee. Ja, okay, einen kann ich mir jetzt schon geben. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht drauf gehe, weil ich ja sozusagen ein bisschen hier lang schleddere. Okay. So, jetzt können wir hier endlich diese Gutbeere und Rosmarin. Wobei das halt so aussieht, wenn ich zwei davon benutze, ne? Beziehungsweise drei, dass wir dann da ankommen. Ja. Hä? Wieso ist denn der Winkel jetzt so viel spitzer? Guck mal, der hier war doch richtig flach gerade. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Nee. Oder habe ich gerade irgendwas reingemischt, was... Bin ich blöd? Okay, wir können hier auch wieder so schön das benutzen. So. So, wir brauchen diesen Effekt hier dreimal. Was im Klartext heißt, dass das hier nicht so funktioniert. So, Wind haben wir aber auch ein bisschen so. Okay, wir brauchen dreimal das. Zweimal Magieschutz. Magieschutz war, glaube ich, rechts oben. Weil es war einer der letzten, die ich gefunden hatte, genau. So. So, zack, zack. Nö, geht's nach links oben, irgendwas Cooles. Nicht genau dadurch, ne? Okay, gehen wir erstmal weiter nach geradeaus um, wenn das so ist, dann. Dann machen wir das so. Da wollen wir hin. Ach ja, das sieht ja aber alles so sexy aus, ne? Also diese ganzen dicken Bücher da auch wie das und so. Ich original alles haben, ja. Na, schmeiß weg, so. Mann, 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 so. Ne, ich muss nach oben wieder mit dir. Ich meine, von den Winter habe ich jetzt tatsächlich wenig, ne? Ich habe mir ja gewünscht, dass... Warte. Okay. Das hier ist, diese umgedrehte Terraria ist eigentlich gar nicht schlecht gewesen jetzt gerade. Erst nach rechts. Was ist denn eigentlich hier, wenn man hier rankommt? Ist das auch tot, oder? Warte mal kurz. Leute, wir machen jetzt mal hier kurz einen Test. So. Also ich meine, weil tot ist es ja nicht. Ja.
Ich will jetzt einfach mal kurz gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe. Einfach mal so spaßeshalber, ja? Aha, okay. Okay, also einfach ist es eine Wand, an der ich nicht lang kann, sozusagen. Das beantwortet meine Frage ja schon eigentlich so, wie ich es gerne wollte. Ah, mein Gott, hier kommen. Wir wollen jetzt ja hier nicht geiern. So, zack, schwupsi, wupsi, wupsi, wups. Und du könntest sogar. Ne. Ja. So, ich brauche Stufe 2, ne? Ja. So, das heißt. Hier geht doch was etwa hier. So, Rezept speichern als Mondsalz Spezial 2. Mondsalz Spezial. Ich hab's groß geschrieben, wa? 2. Kann ich das auch irgendwie so kopieren? Ah, okay, perfekt. Okay. So, Trank fertigstellen. So. Der war hier rechts oben, korrekt? Ja. Noch 3, so okay. So, du bist korrekt. Jetzt haben wir Gewandtheit, Geschwindigkeit und Unsichtbarkeit. Geschwindigkeit gibt es hier, glaube ich, gar nicht im Öl, oder? Was im Klartext heißt, dass wir es im Wasser machen müssen. Also Geschwindigkeit ist ja hier, Gewandtheit ist da und Unsichtbarkeit ist auch hier oben. Genau. Aber jetzt benutze ich dann echt viele Wind. Blüten, weil ich hab nun, ach so, ich hab 114, ich hab grad, alter Dicker, wenn man nicht lesen kann, ne? So, jetzt muss ich aber noch mal kurz, 2, 2, 1, okay. Macht das Sinn, so zu gehen? Naja. Können auch diese Propeller hier so ein bisschen benutzen. Aber jetzt, wo ich wieder merke, ich habe. Komisch, Mann, ich dachte echt, ich habe 14 oder so, Mann. Wieso habe ich die zweite 1 davor nicht gesehen? Schon wirklich peinlich, ja. So, 2, 2. Also hier brauchen wir ein 2er. So. Jetzt habe ich. Und Gewandtheit war 2-mal, glaube ich. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Tut mir leid, ich bin mir jetzt nur sehr sicher. Ja. Da, okay. So, zack, zack. So, Nummer 1. So, dann wollen wir jetzt in die Unsichtbarkeit rein. Hier dahin. So, Nummer 1. Ah, eigentlich würde ich gerne wissen, wo der Wirbel hinführt, ja. So, wir brauchen jetzt aber nur einen hier, ne? Ich glaube, zur Not kann ich mich auch da sozusagen rein. Reinsaugen lassen, so. So, wir brauchen jetzt ja nur Stufe 1, so, genau. Ah ja, jetzt habe ich schon. So, und jetzt brauchen wir noch 2 Gewandtheit. Na, rauszoomen wollte ich jetzt nochmal. Hallo? So. Also, Gewandtheit ist da. Das ist recht. Ist gleich eigentlich gerade runter. So, hier den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil dann kriegen wir hoffentlich auch den rechten da. Also den einen kriegen wir auf jeden Fall, aber... Ja, perfekt, okay, nice. So stellt man sich das vor hier. Wo ich jetzt hier ein bisschen Angst habe, dass der hier auch so schürft, ne? Okay. So. Gehe schon fast gerade runter, aber... Ja,
Ja, ich hätte mal die Wirbel auch mehr erforschen sollen, ne? So, zack, 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 zack. Ach, guck mal, was wir hier haben. Okay, komm jetzt. Jetzt scheiß drauf, so. Dann weiß ich wenigstens, wo der hinführt. Okay, dahin führt er. Okay, Terraria. Runter. Dann möchte ich jetzt hier so ein Lebensblatt aber nochmal reinmachen, weil dann komme ich nämlich hier vorbei. Genau, so. Ich glaube, dass ich jetzt den da nicht erwische, war, aber. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, okay? Ist auch ziemlich gut gelaufen, tatsächlich, so. La 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 la. So, eigentlich kann ich mich jetzt hier schon reinsaugen lassen, so. So, Stufe 2 müssen wir haben. So, Rezept speichern, du bist Mondseits Spezial 3, so. So, den können wir dann, die machen wir dann sozusagen hier. Warte mal. Machen wir irgendwie so. Dann machen wir sozusagen Mondseits, dieses Nigredo und so weiter. So, Trank fertigstellen, so. Zack, schwuppsiwupps. Dahin kommst du hier hin. So, blub, mein Gewandtheitsgeschwindigkeits irgendwas, so. Zack, passt. So, passt, 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 passt. Zweimal Blitz und Mana. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Blitz und... Achso, hier, guck mal, okay. So viel dazu. Was hatten wir nochmal für ein Zeug gebraucht? Hier, den hier, ne? Diesen Bann... Bannbeere oder was? Bannspruch... Blüte. Wo man sagt, ja, daraus werden das besonders cool, um Mana-Tränke zu machen, so. So, wir brauchen 2-2 war das, ne? Nur nochmal gucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war 2-2. Ja, ja. Da gehe ich jetzt so ein bisschen weiter, so bis es dann wieder 2 ist, weil wir kommen ja genau am Dreier vorbei, so. Okay, komm, scheiß drauf, so. So. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert schon eher. Jetzt habe ich wieder Schiss, wo der Wirbel hinführt, aber ich würde ihn auch gerne wieder erforschen. Na, rechts so ein bisschen. Ja, okay, dann Donnerniste. Ja, ich meine, ich kann mich jetzt hier auch wieder dahinter schieben, wenn ich muss, ne? So, also ich weiß nicht, ob das hier schon 2 ist. Ne, genau. Und dann werden wir hier aber die 2 auf jeden Fall kriegen, oder? Ah, genau. So, Rezept speichern. Mondseits Spezial 4, so. Zack. So. Achso, Trank fertigstellen natürlich. So, du warst irgendwie links, genau. Hier, zack, stimmt. Also es fehlt noch das. Das. Das, also 3 fehlen noch und dann können wir endlich drehen, ey. Dann können wir endlich drehen, Janne. Durchdrehen. So, Stärke, Gewandtheit, Geschwindigkeit ist jetzt wieder was, was hier am Anfang ist bei bei Wasser. Also, wir haben ja Gott sei Dank 109 hiervon. So, wir brauchten da etwa 4, glaube ich. Oder 3,5 oder sowas, um so einen perfekten zu machen. So, es muss jetzt ja 1-1-1 sein, ne? So, also wie wir das jetzt wieder machen, mit ganz viel Wasser wieder zurück und dann wieder... So, warte mal, zack.
Zoom ra. Okay. So, la 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 long, la 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 long, long, li, long, long, long. So, wenn ich mich richtig erinnere, war das eine halt Gewandtheit. Na, Zoom, so, können wir gerade nach rechts ohne. Mit dir kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Mit ihm, oh, ist jetzt schon echt gesagt. Das wäre es jetzt schon wert, wenn es klappt, ja. Also wir schlittern halt an diesem toten Ding vorbei, was halt blöd ist, ja. Aber ich meine, wenn ich das jetzt mitnehmen kann, dann will ich das auch haben, ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen so. Ach komm, weißt du was? Nehme ich jetzt hier auch mit, so. So, dann ein bisschen Wasser, zack. Zack, und dann hier mit Lebensblättern wieder runter. Haben wir ja massig von. La 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 la. So, und das letzte war, ich glaube, Stärke, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Also einmal. Ja, wenn ich jetzt so zu sehr mache, gehen wir. Ne? So. Okay, jetzt zeigen wir mal, was wir hier Tolles gelernt haben. So, zack. So, links runter. Nee, das ist nicht wirklich was. Ja, ist okay. Grabtrüffel. Ja, ich meine, den habe ich jetzt aber so selten. Also ich meine, der wäre jetzt gerade echt geil, ne? Aber ich will halt auch dieses Ding da haben, so. Ja, du hier wirst ausreichen. Weil ich glaube, dass ich jetzt hier dran bin. Ja. Oh, Rezept speichern. Hä, wo ist denn das Rezept? Hier oder was? Okay. Mozart Spezial 5. So. Also, das gefällt mir. Also, die Anordnung hier gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich muss so rum muss ich es machen, ne? So wird eher ein Schuh draus. So sieht das halt säuberlich hier aus. Okay, so, Trank fertigstellen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich den reindrücken muss. Hier links. Halt, jetzt. Hier ist noch nichts drin, ne? Okay. So, jetzt fehlt nur noch die zwei. Dreimal magischer Schutz, einmal Blitzschutz. Sowas haben wir sowas ähnlich. Ne, das war, haben wir hier. Warte mal. Okay, andersrum. Magischer Schutz. Von diesem Punkt aus weiter. So, und jetzt brauchten wir nochmal einmal Steinhaut, einmal Blitzschutz. So. So, da ist Blitz. Ich hätte jetzt gedacht, dass Blitzschutz sozusagen gegenüber vom Blitz ist oder so, aber jawohl. Und das andere war, scheiße, ach, da Kurzzeitgedächtnis. Und das andere war Steinhaut, da. Also sozusagen kommen wir genau den Weg hier dann runter. Okay, wo bin ich? Okay. Erstmal würde ich vorschlagen, dass wir uns in dieses Buch hier reinziehen lassen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir runtergehen. Na, dann lieber mit dem hier. So, zack. Dann lassen wir uns nochmal hier langziehen. Ah, schade, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir.
Was mich ein bisschen wundert, also was ich jetzt, wir machen, testen das mal auch noch. Spiel speichern. So, mich interessiert jetzt, wenn ich das jetzt zurückgehe, ist mein Trank dann nur noch Wasser oder Öl? Nee, ist er nicht. Okay. Weil das wäre jetzt halt auch mal interessant. So, ein davon brauchen wir. Also ein hiervon und einen darunter. So. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, dass wir. Nein, wir landen jetzt irgendwie am Ende des. Irgendwie landen wir jetzt eher hier oder so, ne? Ein so und ein Blitzschutz. So, ich muss aber schon zugeben, dass ich hier noch ein bisschen nach rechts will. Also ich meine. Ja. So, jetzt müssen wir hier lang. Ich meine, ich könnte jetzt hier diesen Stein nehmen, ja? Ach, Kacke, komm. Hier hauen wir. Hier. Tack, 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 tack. Mal ist mir jetzt zu kompliziert, hier ein bisschen nach links zu gehen und dann runter zu gehen und bla, sondern hier komm, ruf, ja. Warte mal. Wir müssen jetzt, ja genau. So funktioniert es hier auf jeden Fall. Okay, komm. So, Rezept. Mondsalz Spezial 6. Schupp. Fertigstellen. So, da unten. Zack. Jetzt fehlst nur noch du hier. Unsichtbar, Unsichtbarkeit, Flügel, Liebe. Also das Liebe habe ich im Öl noch nicht gesehen, ne? Oder? Also müssen wir es auf jeden Fall im Wasser machen. Also ich meine, was war es nochmal? Unsichtbar, Liebe und noch was? Was war das dritte? Flügel. Also Unsichtbarkeit ist ja über... Nee, das ist hier nebenan. Warte mal, kann ich besser nach rechts mit Stein oder nach links? Wovon habe ich mehr? Davon habe ich mehr. Nach rechts. Ja, nee, ich habe nach links mehr Blutrubin, aber das ist sehr schräg. Okay, also heißt es, Liebe ist hier. Dann gehen wir hier über Liebe zum Fliegen und dann setzen wir hier über sozusagen. Okay, okay, komm, ruf her. Obwohl ich jetzt noch... Ich habe hier den Wirbel noch nicht eingetragen, also komm, schauen wir den auch an. So, ich meine, ist jetzt für das Rezept halt so eine Sache, aber ich meine, das Ding ist, dass die Wirbel ja eingetragen werden, wenn man einmal reingeht und das haben wir halt jetzt nicht erkundet und dementsprechend... Doch, da oben! Jetzt sehe ich hier die gepunktete Strecke. Bei dem Grün landen wir da, okay. So, nach oben, wo ist mein Propeller-Ding hier? Zack, zack. So. Ah, okay, achso, zack. Liebe war aber auch nur einmal, ne? Es war einmal Liebe und zweimal Flieg und Unsichtbarkeit, ne? Ja, genau. So. So, zack. Nee, nö. Ja,
rein. So, dann haben wir ganz viele Windblüten. So, zack. Zack, und dann haben wir jetzt hier diese Feuerblüte noch. Und damit machen wir jetzt hier nach links. So, komm, ein bisschen. Wir brauchen ja einen Effekt 2, ne? Oh, ist das nicht 2 hier? Okay. So, und jetzt müssen wir nach rechts. Einmal. Ja, gehen wir mit der Wasserblüte jetzt so und dann. Und dann gehen wir mit dem Saphir hier, was das da war, einfach mal übersetzen. Na, komm. Na, hallo? Hier, ihr kleinen Dinger. Meine Wasserblüten habe ich so wenig von da aus. Benutze ich die halt echt nicht gerne gerade, ja, aber. So, zack, Rezept speichern, zack. Was haben wir jetzt hier gehabt? Bist du Spezial 7 oder so, ne? Okay, also nochmal. Fangen wir nochmal an. 7, 6, 5. Ne, 1, das ist doof. 4, 2, 5, 3. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, jetzt noch Trank fertigstellen. Zack. So, schwupsi, wupsi, wupsi, wups. Da fehlt da noch so, bup, also hier, ne? Jetzt habe ich vergessen, was das. Der hier war das, ne? Jawohl. Hier rein. So. Haken, 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 Haken. Okay, dann wollen wir mal. So, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder Scheiße raus, weil ich habe jetzt nicht gespeichert, ne? Aber es war eigentlich alles richtig. Also, wäre voll verkackt, wenn. Aber ich habe jetzt nur noch Haken. So, erschaffe Mondsalz. Jawohl, da kommt hier gleich unten die Nummer. So. So, und das Mondsalz hilft mir jetzt, glaube ich, dass ich halt keine Ahnung hier hingehe und dann das drehe, ne? So. Schaffe Inspirationstrank, Dufttrank, Angsttrank. Den kenne ich auch noch nicht. Hä, die haben wir noch nicht gefunden. Wir haben schon echt. Duftinspiration. Ah, hier haben wir auf jeden Fall was. Das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an, ja. Also, ich habe das jetzt so gemacht, wie ihr gesagt habt, was ja vollkommen richtig war. Jetzt mache ich mir aber, lasse ich mir mehr so eine Dinger hier geben. Dass ich mir sozusagen für das Mondsalz dieses Rezept speichere. Diente Kunden, okay. Hergestellte Substanzen gewinnen durch Falschen. Ach so, guck mal hier. Okay, das machen wir aber beim nächsten Mal. Also morgen ist Freitag. Samstag muss ich leider arbeiten, aber morgen werde ich einen Teil noch aufnehmen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich Samstag und Sonntag das hochladen soll oder Montag. Ja, das weiß ich noch nicht. Aber gut, das war dann der Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, Anaconda und Dante. Danke für die Kommentare, für die Tipps und alles. Ja, und ja. Dann speichern wir das hier mal. Speichern, Let's Play, zack, und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann halt beim nächsten Part, ne? Grüß, grüß.